Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Pokémon Showdown Part. Heute spielen wir wieder einmal im Overused hier. Und das mit einem wirklichen Spaßteam. Das Team lautet Fun Meme Team, denn es gibt ja seit Ultrasonn und Ultramond rausgekommen sind, ein paar neue Pokémons und dachte ich mir, probieren wir gleich drei Pokémons aus in einem Team, dass wir gleich alle gleichzeitig ausprobieren können. Und dann habe ich noch drei Pokémon hinzugepackt, die man eigentlich in jedes Team spielen kann. So, sehen wir uns mal das erste Pokémon an. Agujon, auf Englisch heißt es Nagelnagel. Ich habe bei den drei neuen Pokémons die deutschen Namen hier geschrieben als Spitznamen, dass ich mir gleich die deutschen Namen einbringe. Also seid nicht so verwirrt. So, wir spielen hier Agujon mit dem Tracium C, um so viel Damage raushauen zu können, wie wir nur können. Mit dem Dracometeor, dann der Matschbombe, Feuersturm und Nasty Blood, also Ränkeschmied, dass wir uns auf plus 2 im Spezialangriff hoch boosten. Also Agujon ist momentan so gut im Obvious Meter, auch wenn das Spiel erst circa eine Woche draußen ist, aber das spielt jetzt keine Rolle. Aber wirklich, dieses Pokémon ist so gut im Overused hier. Es gibt fast keine Pokémon, die du gegen dieses Pokémon spielen kannst, zum Beispiel. Ja, wirklich. Es trifft mit Dracometeor, Sludge Bomb, Fire Blast so viele Pokémon sehr aktiv. Pokémon, die du reinhauen kannst, die wirklich etwas überleben und die am Nagelnagel wirklich sehr effektiv anschlagen können, sind höchstens Heatran und Empoleon. Sonst gibt es derzeit noch nicht so viele Pokémon, die irgendwas gegen Nagelnagel tun können. Denn zum Beispiel, wir setzen uns auf mit Nasty Blood, also dann sind wir plus 2, dann haben wir doppelten Damage Output und dann mit dem Tracium C haben wir einen Z-Dracometer, der eigentlich fast jedes Pokémon one-shottet. Und das ist schon bemerkenswert. Ja, Stahl-Pokémon resistieren ja die Drachenattacken und sind immun gegen die Giftattacken und daher spielen wir noch einen Feuersturm, um diese Pokémon sehr effektiv zu treffen. Ja gut, dann gibt es aber Heatran, könnte man sagen. Aber auf plus 2 ein Z-Dracometeor überlebt ein offensives Heatran auch nicht. Und das ist wirklich geil. Und uns auch noch, wenn Nagelnagel, also Agujon, ein Pokémon besiegt, dann bekommt es durch den Bestienboost noch eine Steigerung. Hier eine Initiative-Steigerung, da sind wir eigentlich schneller als fast alle Scarfer. Und das ist wirklich nice. Das nächste neue Pokémon, Blaze Fallen auf Deutsch, Koplosio, spielen wir hier mit dem Walscher, denn seht euch den Spezialangriff von diesem Pokémon an. 401. Oder spielen wir ein Modest Wesen? Wir spielen ein Modest Wesen, ja. Wir spielen einfach mal ein Modest Wesen, also 441 Spezialangriff. Oh, der Damage Output des Todes, dann noch eine gute Initiative und dann mal den War schon mal 1,5. Die Attacken sind richtig, sind auch noch wirklich gut. Dann haben wir Mind Blow, die Signature-Attacke von Koplosio. Also, was macht die Attacke? Sie greift den Pokémon an mit der Base-Stärke von 150. Step 2, 125 mit diesem Spezialangriff. Ja, Overkill, denn sehen wir zum Beispiel Feuersturm an. Hat 110. Step plus 65, also oder plus 55 und das gibt 165. Und das Mind Blow ist um 60 stärker, also mein Viertel. Es macht mehr als ein Viertel mehr Damage als Feuersturm. Und das heißt schon was im Pokémon, oder? Der Nachteil am Mindblown ist aber, wenn wir diese Attacke benutzt haben, verlieren wir 50% unserer maximalen KP. Sprich, wenn wir nur noch 30% haben und Mindblow benutzen, dann ist unser Koplosio down, denn es verliert immer 50% von 100% von und ja,
Darum ist Mindblow eine gewagte Attacke, aber dafür haben wir auch noch den Feuersturm. Als zweite oder dritte Step-Attacke, wie man es sieht, haben wir Spukball, eine Geist-Attacke, die es auch wirklich in sich hat, und dann spielen wir noch Psyshock, um Pokémon auf der physisch-defensiven Seite anzugratzen. Und natürlich ein mäßiges Wesen, alles in Speedman ohne Spezialangriff. Dann das nächste Pokémon, was in Ultrasonne und Ultramond rauskommt, ist Muramura auf Englisch, Stakataka. Ein komischer Name, klingt für mich wie ein japanischer, aber nun gut. So, wir spielen hier es mit der Schokoberry, das heißt, wenn es von einer sehr effektiven Bodenattacke getroffen wird, wird diese halbiert dank der Schokoberry. Die Attacken: Gyro Ball, Stone Edge, Erdbeben und Titansterne. Bei den IV-Verteilungen sieht es ein wenig anders aus. Wir haben alles in die KP und den Spezialangriff. Aber wir haben ein Minus-Verteidigungswesen als ein Lonely-Wesen, weil wir dann, wie man hier sieht, haben jetzt hier 397 Angriff und 396 Verteidigung. Das haben wir gemacht, dass wir, wenn wir ein Pokémon siegt haben mit Muramura, einen besten Boost im Angriff bekommen und nicht in der Verteidigung. Und daher spielen wir ein Minus-Verteidigungswesen auf Muramura und wir haben nur 14 Verteidigungs-DVs auf diesem Pokémon. Ja, normalerweise spielt man ja ein. Wie heißt dieses Wesen nochmal? Ein Brave-Wesen, also ein mutiges Wesen, dass man mehr Damage mit dem Gyro-Ball macht, denn wir spielen ja Gyro-Ball und deshalb haben wir auch 0 Ende-DVs auf diesem Pokémon. Also, sehen wir uns die drei Pokémon nochmal. Wir haben Naganagel, also Agoyon, das im momentanen Oyometer eins der stärksten Pokémon ist. Und das wirklich ohne Zweifel. Wenn wir mit diesem Pokémon spielen, dann haut es wirklich rein. Dann Koplosio. Der Spezialangriff von diesem Pokémon ist einfach nur geil. Wie kann man Koplosio beschreiben? Ein viel besseres Chandelure, also die Laterne der 5. Generation. Und Muramura, das hat auch was Besonderes. Es hat den stärksten Gyro-Ball im ganzen Pokémon-Meter. Also Ultra Sonne und Mond haben uns gleich drei geile, starke neue Pokémons gebracht. Also Agoyon, ein wirkliches Biest im momentan Oyometer, ein besseres Chandelure und den stärksten Gyro-Ball, den es jetzt derzeit in Pokémon gibt. Wie gesagt, das ist ein Spaßteam. Ich habe mir jetzt nicht viel gedacht, ob wir wirklich sehr viele Schwächen haben. Wie ich hier sehe, haben wir hier 2 Wasserschwächen, 3 Eisschwächen, ein paar Kampfschwächen. Aber ich habe mich nicht darauf konzentriert. Ich wollte einfach so ein Team spielen, wo ich diese drei Pokémon gleichzeitig benutzen kann. Denn erstens, ich spiele seit 3 Wochen das erste Mal wieder Pokémon Showdown, also wirklich so blind spiele ich diese 3 Pokémon zum ersten Mal. Und da dachte ich mir, das können wir aufnehmen. Und dann haben wir noch Lanruth, Venusaur, Greninja im Team. Ich habe diese 3 Pokémon einfach ins Team gepackt, denn diese 3 Pokémon kannst du eigentlich in fast jedem Team spielen. Wir sehen hier ein physisch-defensives Lanruth-Team. Wirklich sehr voll physisch-defensiv, wie man es im Smogon-Meter eigentlich findet. Smogon Dex, bei Smogon Analysis, wenn man hier draufklickt. Aber wir spielen hier nicht die Tarnstände, spielen wir schon auf Muramura. Muramura, und da habe ich mir gedacht, es gibt ja in Ultrasonne-Mond, gibt es ja wieder die Move-Tutoren. Und da gibt es auch die Attacke Auflocken. Die Attacke besagt ja, dass sie alle Hazards auf unserer Seite und auf der gegnerischen Seite entfernt. Und diese Attacke kann Lanruth dank den Move-Tutoren lernen und deshalb spielen wir diese Attacke auf diesem Pokémon hier drauf. Erdbeben als Step, U-Turn als Switch Advantage,
HPI für gegnerische Lanros und Garchomp-Zygarde zum Beispiel. Dann spielen wir hier noch ein voll speziell defensives Mega Bisaflor, einfach wegen Agoyon und Komblosio, denn ich habe das Gefühl, dass diese beiden Pokémon sehr oft gespammt werden und deshalb ein voll physisch speziell defensives Mega Venusaur. Mit dem Erdbeben treffen wir sie auch noch sehr effektiv. Synthese zu Recovery, Sleep Powder zum Einschläfern und Giga Drain als Step einfach. Ja, das nächste Pokémon Greninja spielen wir hier mit einer Focus Gurt. Greninja ist um einen Space Speed schneller, wie man hier sieht, 121 und 122. Also Greninja ist schneller als Aggron um einen Base Speed und deshalb spiele ich hier mal einfach Greninja, Ice Beam, Dark Pulse, Low Kick, Hydro Pumpe. Diese vier Attacken treffen sehr viele Pokémon sehr aktiv. Focus Gurt, das ist ein Attack tankt, denn zum Beispiel, wenn Aggron einen Bestien Boost eine Initiative hat, sind wir langsam mit Greninja und mit Focus Gurt überleben wir einen Attack und können es dann mit dem Eisstrahl besiegen. Eisstrahl treffen wir Aggron, Lanros zum Beispiel sehr aktiv, Dark Pulse treffen wir Komblosio sehr aktiv, Low Kick spielen wir, dass wir Muramura sehr aktiv treffen, denn ich habe das Gefühl oder ich bin schon gespannt, ob diese drei Pokémon sehr oft gespammt werden, da sie ja auch sehr neu sind. Und Hydro-Pumpe einfach mal als Step-Wasser-Attacke, die guten Schaden machen soll. Und natürlich mit Wandlungskunst. Ja, wie gesagt, ich habe seit 3 Wochen, kein OU mehr gespielt. Oder seit längerem, auf jeden Fall kein Pokémon Showdown mehr seit längerer Zeit. Und ich dachte ich mir so, einfach so mal, blind spiele ich wieder Pokémon Showdown und bin gespannt, ob wirklich diese drei Pokémon Aggron, Komblosio und Muramura so oft gespammt werden, dass sie neu sind, denke ich, werden sie oft gespammt. Und darum bin ich gespannt, ob sie wirklich so oft gespielt werden, wie ich denke. Aber Leute, suchen wir uns mal einen Gegner. Was ich noch anmerken kann, wir spielen mit einen neuen Encounter, also unsere Oyo-Led ist auf 1000, da dachte ich mir, können wir diese drei Pokémon einfach wirklich gut benutzen. Und der erste Gegner hat nicht einmal eins dieser drei Pokémon, aber ja, das Team, das der Gegner hier spielt, ist ein Hyper-Offense-Team, das kenne ich, denn wahrscheinlich, dieses Team wird ja oft gespielt, habe ich das Gefühl, oder? War es nicht so. Aber nun gut, er wird wahrscheinlich mit Bologna leaden und wir werden mit Muramura leaden. Ja, Ninetales Alola, er wird es wahrscheinlich, wie heißt diese Attacke nochmal? Auf jeden Fall, wenn Hagel draußen ist, den Reflektor und Lichtschild gleichzeitig rausholen kann. Wir werden Gyroball drücken und dieses Pokémon Hypnose, lol. Hypnose Aura Wheel, okay, wir gehen aber trotzdem auf Gyroball. Wird das Alola Ninetales sicher one-shotten? Da Stahl vierfach effektiv ist auf Alola Ninetales. Aber er wechselt auf Gyarados raus. Wir wachen auf und wir machen ihm guten Schaden. So. Wir gehen jetzt einfach in Venusaur. Ich denke nicht, dass er auf eine Flugattacke geht. Ja, Drachenlanz. Wir megen uns und drücken Sleep Powder und es ist kein Mega Gyarados. Natürlich treffen wir nicht, natürlich. Aber wir gehen wieder auf Sleep Powder, denn wir wollen ein Pokémon von unserem Gegner einschläfern. Hydro Vortex Z. Waterfall müsste dieser Tag sein. Wir gehen auf Synthese, um uns hochzuheilen. Wir gehen nochmal auf Synthese, um auf 100% wieder zu sein. Und ja, wir gehen auf Sleep Powder, denn er wird jetzt wahrscheinlich aufwachen. Und dann schläfen wir ihn wieder ein und dann ist auch Aurora Wheel draußen. Oder geht jetzt in Alola Ninetales. Das kann auch gut sein. Wir gehen wieder in Muramura und der Gegner hat vor diesem Turn Real, also wirklich reingeschrieben. So, Hypnose, natürlich schläft unser Muramura wieder. Wir gehen dieses Mal in Komblosio und drücken einfach mal Feuersturm, um irgendein Pokémon guten Schaden reinzudrücken. Und es ist Zygarde, okay.
So, wir gehen in unsere physisch defensive Wall. Ren, Lanrus, dass wir haben ja Lanrus ins Team gepackt, dass wir irgendwas gegen Mega Mawile, also Mega Flunkiefer und Zygarde zum Beispiel haben. So, okay. Jetzt bin ich eigentlich normalerweise die Tanschen rausholen, aber das können wir leider hier nicht tun, denn wie gesagt, ja, wir spielen hier auflocken. Wir gehen auf U-Turn, er geht auch mal auf Defense, habe ich mir gedacht. Wir gehen in Greninja, drücken Ice Beam, wir tanken eine Attacke dank dem Fokusgurt, da bin ich mir sicher und können es, denke ich, auch one-shotten, da wir es ja vierfach effektiv treffen. Oder geht jetzt auf Coil. Und okay, dann gehen wir nochmal auf Ice Beam. Er hat die Mago-Berry gehabt. Okay, aber wir können jetzt das Zygarde one-shotten. Perfekt. Okay. Ist es so oder nicht? Denn ich denke, er hat jetzt kein Pokémon mehr, das eigentlich Erdbeben kann. Also Muramura sehr effektiv treffen kann. Ist es nicht so? Wir gehen auf Kehrtwende, um den Kostümspuk, die Fähigkeit halt zu lockern, und er geht jetzt, könnte auf Shadow Sneak jetzt gehen. Das müssen wir uns inbehalten. Wir gehen in Muramura, wir sind defensiv sehr gut aufgestellt, dank dem physischen Bulk, den es von Natur aus hat, und Shadow Claw macht 66%, wachen wir auf, schade, leider nicht. Wir verlieren jetzt unser Muramura. Wir gehen in Lanrus, drücken Erdbeben. Auf plus 2 werden wir definitiv, denke ich, eine Attacke überleben, denn wir sind auf 100%. Wir überleben eine Attacke sehr gut und wir machen mit den Erdbeben sehr guten Schaden. Können es sogar rausnehmen. Nice. So, er wird in Alola Ninetales gehen. Okay. Wir gehen auf Auflocken, denn Aurora Wheel geht auch so weg, oder? Ja, perfekt. So. Brauchen wir Lanrus noch? Eigentlich nicht mehr. Oh, Hypnose habe ich vergessen. Ja, gut. Wir gehen in Koplosio. Und er geht auf Aurora wieder draußen. Und so, wir gehen jetzt einfach mal auf den Feuersturm. Er geht in Gyarados. Okay, natürlich treffen wir nicht, denn wie sollte es sonst anders sein? So, wir gehen jetzt in Agoyon, predict, dass er auf eine Wasserattacke geht, oder er schläft immer noch. So. Wir gehen auf Zette Vesting Drake, um dieses Gyarados wirklich zu besiegen, denn es ist ja auch der Aurora Wheel draußen. Oder auch nicht. Wir sacken jetzt unser Lanrus T, denn wir brauchen es nicht mehr. Denke ich, nehme ich einmal an. Und ja, wir brauchen es nicht mehr, gehen jetzt in erst auf plus 1, wartet einmal. Wir sind mit Koplosio schneller, das auf jeden Fall, und können es mit einem Feuersturm rausnehmen. Das ist eine gute Strategie, und wir haben jetzt einen Spezialangriffsboost und können jetzt reinhauen. Aber das wird wahrscheinlich nichts bringen, da er Sucker Punch auf zwei anderen Pokémon hat. Zesurio, ja, er kann Sucker Punch drücken. Vielleicht geht er auf Sucker Punch, vielleicht auch nicht. Wir gehen einfach mal in Greninja und sacken dieses Pokémon. Knockoff. Oh, er hat es predicted. Sehr schön. So, wir gehen jetzt einfach mal in Agoyon, drücken Feuersturm. Wird das Zesurio sicher rausnehmen, da es keinen guten speziellen Bulk hat. Und auch nicht so viele KP hat. Aber er geht in Alola Ninetales. Und wir machen guten Schaden. Wir gehen jetzt auf Sludge Bomb, um es definitiv rausnehmen zu können. Bekommen dann einen Plus 1 Initiative Boost. Sehr gut, dank dem Bestien Boost. Und wir drücken jetzt einfach mal Feuersturm auf dieses Mawile. Auch wenn das Sackmann strückt, wir sind auf ca. 90%. Ich denke, wir werden eine Sackpunch tanken oder wir treffen auch nicht. Er geht auf Schwertanz natürlich. Natürlich geht er jetzt.
Natürlich treffen wir zweimal nicht. Okay, wir gehen jetzt in Venusaur, gehen auf Schlafpuder und hoffen, dass wir zu 75% treffen. Wir haben jetzt zweimal hintereinander mit Feuersturm nicht getroffen, was sehr schade ist. Und ihr habt es wahrscheinlich gehört, ich habe ein wenig auf den Tisch geschlagen. Das hat man schon gehört, denke ich so. Wie Venusaur, okay. Ja, Venusaur mega, aber er hat vergessen. Egal, Sleep. Okay, Sleepwalker trifft. Warum habe ich mich dann aufgeregt? Egal, wir gehen auf Erdbeben. Wir sind schneller, können es mit zwei Erdbeben rausnehmen. Perfekt. Und dann hat er nur noch ein fucking Pokémon. So, wir gehen wieder auf Sleepwalker. Und obwohl wir ganz speziell defensiv investiert sind, kommt er nicht gegen unser Venusaur durch. Also Iron Head, kein Flinch bitte. Wir gehen auf Synthese. Den einen Arrowhead werden wir noch tanken und bitte keinen Flinch. Danke. Wir gehen jetzt auf Erdbeben. Ironheads tanken wir sehr gut und Erdbeben nehmt dieses Bishop raus. Wir haben den ersten Kampf mit diesem Fun-Meme-Team gewonnen, wie ich auch dieses Team nenne. Leute, wir suchen uns den nächsten Gegner. So Leute, wir haben einen Gegner gefunden und er hat ein Glurak. Bin gespannt, ob es ein Mega-Glurak ist oder nicht. Und dann hat er noch ein Lenus T, ein Rotomwash, ein Toxapex, ein Kaporiki und ein Resladero. Wir werden mit Greninja leaden und er mit Lenus T. Wir gehen auf Eisstrahl, wird das Lenus T definitiv rausnehmen. Aber ich denke, er wird rauswechseln auf Rotom. Sollten wir das predikten oder nicht? Das ist die Frage. Wir predikten in der ersten Runde lieber noch nicht. Es kann sein, dass ein Choice Scarf Lenrus tieft. Wir wechseln Venusaur. Das ist definitiv den besten Zug, was wir jetzt tun können, denn wenn er schneller ist, macht mit U-Turn, schlägt uns auf ein Focus Sash und ja, Toxapex habe ich mir schon fast gedacht. Wir megen uns und drücken Schlafpuder, um ein Pokémon von dem Gegner einzuschläfern. Und es ist das Charizard. Wir gehen in Agoyon und jetzt Mega Dassig, Mega Charai. Wir gehen auf Nasty Blots und dann seht ihr gleich die Power von Agoyon. So, wir gehen auf Sludge. Wir gehen nochmal auf Nasty Blots, oder? Reicht ein plus zwei von Naganadel aus. Das will ich gleich mal kalken. So. Wir stehen auf plus zwei. Leute, Entschuldigung, dass ich es kalke, aber ich bin gespannt, ob eine Matschbombe schon ausreicht, um ein Charizard, also ein Mega Glurak Y zu besiegen. Auf plus 2. Oh, der Gegner gibt einfach auf. Okay, Leute, wir suchen den nächsten Gegner. So, der nächste Gegner hat ein neues Pokémon, Muramura. Die anderen sind Kyurem Black, Glurak, Quajutsu, Kaporiki und Mew. Mew. Egal. So, mit welchem Pokémon wir da leaden? Wir könnten mit Muramura leaden, um die Taschen rausholen. Und wegen dessen leaden wir mit Greninja, um es mit einem Low-Kick sehr effektiv zu treffen. Oder leadet auch mit Greninja. Wir gehen auf Low-Kick. Und nehmen es nicht einmal raus. Wie Greninja überhaupt nichts? Was? Ich habe nicht gewusst, dass Greninja überhaupt nichts wiegt. Wir haben ja ein wenig Angriffsinvestment, oder war es nicht so? Nein, überhaupt nicht. Gut. Ich kann mich auch irren. So, Kaporiki, wir gehen in unser Venusaur. Ist, denke ich, der beste Lead, was wir hier tun können. Der Thunderbolt. Wir sehen, dass es ein spezielles ist. Und deshalb wird er keinen Sturzflug auf diesen Pokémon haben. Wir gehen einfach mal auf Megan und gehen auf Sleep Powder, um ein Pokémon
davon, ihm einzuschlafen. Und es ist schon wieder Glurak. Natürlich treffen wir nicht, aber warte. Das war ein dummer Play. War es nicht so, dass im Elektrofeld Sleep Powder nicht wirkt, dass man keine Pokémon einschläfern kann? Wir gehen auf Synthese. Ich will wissen, welches Mega Glurak es ist. Fire Blast macht guten Schaden. Wir sind speziell defensiv und deshalb macht er nicht so viel Schaden. So. Wir gehen auf Synthese wieder, denn erstens, okay, das Elektrofeld ist draußen. Wir gehen jetzt auf Sleep Powder, um dieses Pokémon einzuschläfern, denn das Elektrofeld ist jetzt draußen und wir treffen. Nice. So, wir gehen jetzt in Agoyon. Oder wartet, das bringt doch nichts, wenn wir uns jetzt boosten. Wir gehen deshalb einfach mal auf die Matschbombe, denn boosten bringt uns in diesem Fall nichts, da er Muramura hat und dieses Pokémon trifft. Wow, wow, wie wir einfach in dieser Episode keinen Luck haben. Wir haben letzten Kampf 2-3 Mal. Natürlich. Wow. Wow. Ich kann es nicht fassen. Mist, ich kann es einfach nicht fassen. Wie wenig Luck wir in dieser Episode haben. Dann verliert es ein Greninja, denn wir sind gescarft und können es rausnehmen. Yay. Wer spielt dieses Greninja mit Überreste? Wer spielt ein Quajutsu mit Überreste? Wer? Also, nur durch Luck kann dieser Gegner gewinnen, denn LOL, Shiny Muramura, wie ich es hier sehe, sieht geil aus, oder findet ihr nicht? Auf jeden Fall gehen wir in Lanrus. Und er kann die Tanschen rausholen oder geht auf Stone Age. Okay, wir gehen auf Erdbeben und nehmen es raus. Vierfach effektiv, darum sollte man auf diesem Pokémon die Schuckebeere spielen. Und man bleibt definitiv nicht in einer Lanrus-Tee drinnen. So, wir werden jetzt unser Lanrus sacken, denn wir brauchen es nicht. Und Blizzard, Blizzard. Ah, man sieht definitiv, dass das Lowrider ist. Das sieht man definitiv. Wir gehen auf Gyro Ball wieder und 150 Stärke. Oh mein Gott, so stark diese Attacke. So, so, okay. Gyroball wird jedes Pokémon sehr tief, sicher sehr gut treffen. Kyurem Black wird es rausnehmen, Mew wird wahrscheinlich getushottet, Kaburiki wird one-shottet und weil Glurak nur noch 1% hat, denke ich, hätte ich auch gedacht, dass dieses Pokémon gewone-shottet wird. So, Beulenhelm Kyurem Black. Kann ich deshalb annehmen, dass es physisch defensiv war? Was? Was? Egal, wir gehen auf Erdbeben. Wirklich. Was denkt sich dieser Gegner nur? Wow, Muramura nimmt 2 Pokémon raus. Nice. So, okay, ciao. Wow, wir verlieren jetzt leider unser schönes Muramura. Aber egal. So, wir gehen jetzt einfach in Kuplosio. Wir sind schneller dank dem Warschall und wenn wir ein Pokémon besiegen, bekommen wir einen Boost im Spezialangriff. Und jetzt können wir das Pokémon rausnehmen mit einem Mind-Fucking-Blow der Sonne. Definitiver One-Shot. Und wir verlieren leider auch unser Kuplosio. So, okay. Leute, das war's für diesen Part. Ich habe in diesem Part wirklich Spaß gehabt, weil wir so viel Hex gehabt haben, so viel Hex abbekommen haben. Leider, aber man hat schon ein wenig gesehen, dass Kuplosio stark ist. Von Muramura hat man auch schon etwas gesehen, aber von Naganagel oder Agoyon überhaupt nichts, was mich überrascht. Aber es waren eigentlich erst 2 volle Kämpfe und ein Gegner, der gleich am Anfang aufgegeben hat. Aber Leute, das war's für diesen Part. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis dann.
Ciao.